Der Go News Flash, powered by Fredestein. BMW bringt einen neuen Zweier Active Tourer. Der Active Tourer soll in der zweiten Generation den sportlichen Allrounder für junge Familien geben. Dabei ist BMW eine klare Zuordnung zum Premium-Kompaktsegment besonders wichtig. Ein klares Plus an Sportlichkeit und Präsenz im Exterior-Design bildet die moderne Crossover-Charakteristik. Dazu wurde die Flächengestaltung reduziert. Die markante Frontansicht mit großer BMW-Niere und serienmäßigen Voll-LED-Scheinwerfern mit flachen Konturen bilden die Eyecatcher. Die Silhouette wurde gestreckt, um den Active Tourer dynamischer aussehen zu lassen. Eine flacher angestellte A-Säule und ein langer Radstand erledigen den Rest. Beim Interieur des Zweier Active Tourers fließen viele Elemente des Modells iX ein. Das Cockpit zeigt, wie künftige BMWs innen aussehen soll. Das bedeutet, die moderne Geometrie und das Curved Display sowie die schwebende Armauflage werden wohl auch in anderen BMW-Baureihen Einzug halten. Der Active Tourer steht übrigens bereits auf einer Plattform, die sowohl mit reinen Verbrennungsmotoren als auch elektrifizierten Varianten zurechtkommt. Zum Marktstart wird ein Leistungsspektrum von 136 bis 218 PS abgedeckt. Der neue BMW 2er Active Tourer ist ab sofort bestellbar.